Grüße euch, ihr Lieben. Ja, jetzt zum Monatsorakel für den September 2022 und für das Sternzeichen, das du angewählt hast. Natürlich könnt ihr auch für andere Personen schauen, das Video auch gerne weiterschicken, ja, teilen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr liked und kommentiert und natürlich auch den Kanal abonnieren. Nicht vergessen, bitte. Ich habe wie immer alles unter dem Video verlinkt. Wo Sie mich erreichen können, habe ich auch hierher geschrieben für eine Beratung. Ich mache auch Kurzberatungen, also eine Frage per WhatsApp. Und ja, meine Empfehlungen sind auch unten verlinkt. Und wie immer möchte ich auch gerne Danke sagen für alle, die mit dabei sind, für die neuen Abonnenten, für die gebliebenen Abonnenten, auch für meine lieben Klienten, denen ich ja in einer Beratung helfen darf. Und jetzt lassen wir uns überraschen, ja, was sich im Monatsorakel zeigt. Ja, ihr lieben Fische, jetzt kommt eure Monatslegung für den September. Ja, ich habe wie immer das große Kartenblatt ausgelegt mit ja, allen 36 Ländermauerkarten. Ich schaue hauptsächlich immer auf die Eckkarten und die in der Mitte, die mittleren Karten, weil das sind für mich so die nähersten Zeitkarten. Und ein Monat ist ja nicht so lange. Deswegen ja, nehme ich hauptsächlich die und dann können wir noch auf die Lebensbereiche schauen, wenn die noch nicht angesprochen wurden. Ja, ihr habt das erste Karte, also die erste Karte, sage ich ja immer, ist so die Überschrift von dem Kartenblatt. Und da habt ihr ja den Sarg, den man ja viele auch nicht so gern sehen. Aber ich sage, es ist für mich immer so die Transformation. Ja? Also es ist für dich ein transformatorischer Monat wird das für euch, für dich, liebe Fische, also für euch, liebe Fische. Und wir haben hier auch noch den Baum, den Reiter und den Brief, also Nachrichten kommen. Und es sind ja zwei Nachrichtenkarten und da würde ich schon sagen, es kommen Nachrichten auf euch zu, die vielleicht wirklich viel verändern, ja, eine große Transformation. Der Baum, der ja für, ja, sozusagen das Leben auch steht, ja, für die Beständigkeit, für die Stabilität, kann man auch für die Vitalität nehmen, ja. Also diese Bereiche werden da wahrscheinlich angesprochen sein. Kann natürlich auch für die Finanzen bedeuten, sozusagen, weil die ja auch was mit der Stabilität zu tun haben. Aber so generell, ja, würde ich sagen, einfach alles, was mit, ja, Stabilität, Festigkeit und so zu tun hat, könnte unter Umständen eben auch quasi eine Wohnung, ein Haus betreffen. Vielleicht willst du umziehen. Es ist zwar nicht die klassische Umzugskombi mit dem Storch, aber die Mäuse sind für mich auch immer sowas wie Umzug. Oder können eben auch Umzug bedeuten. Also vielleicht willst du da wirklich ja, Großes verändern sozusagen. Dich räumlich verändern oder wie auch immer. Ne? Also da wird einiges los sein bei euch. Es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr das vielleicht am Ende des Monats dran denkt und mir ein Feedback gebt. Weil das interessiert mich auch immer sehr. Ja, die nächste Karte ist das Kreuz, ja, das Kreuz, das Schicksal, das Karma. Und hier haben wir den Bär, die Schlange und die Wege. Also das kann durchwegs auch zu tun haben mit Elternthemen, ja, oder mit einem von den beiden Eltern. Vielleicht machst du dich jetzt auch, nabelst du dich gerade von deinem Elternhaus ab, ja, wenn du noch jünger bist. Vielleicht, dass du sagst, so, ich will jetzt mal meine eigenen, Wege gehen, ja. Also es ist wirklich, wie gesagt, eine große Transformation. Natürlich kann man sich auch noch im Alter oder wenn man älter ist von den Eltern abnabeln. Es muss ja nicht immer unbedingt sein, dass man dort wohnt, aber dass man ja vielleicht irgendwie noch abhängig ist finanziell oder wie auch immer, ja. Das Kreuz kann auch für Glaubenssätze stehen. Das heißt, es kann auch das sein, dass du alte Glaubenssätze ablegst, die einfach ja nicht zu dir passen, nicht in die neue Zeit passen, dass du das auch, was du aus dem Elternhaus mitbekommen hast, was halt ja früher waren halt die Glaubenssätze von unseren Eltern und noch so ja Ahnen halt meistens nicht so förderlich, ja, obwohl es gab schon immer Leute, die auch früher schon positiv gedacht haben, aber meistens ist man ja mit dem Negativen auch groß geworden, ne, dass man geglaubt hat, man kann ein Kind motivieren, indem man ihm Angst einjagt und Schrecken einjagt, ja, und solche Dinge alle. Das kann natürlich auch sein, ja, dass du das jetzt ablegst oder anfängst in diesem Monat abzulegen. Ja, wir haben ja hier auch gleich die Lilien, die Familienkarte.
Also da haben wir auch das Geheimnis, das Buch, also vielleicht kommt jetzt was so an die Öffentlichkeit, kann auch sein, dass es die, dass das heißt, es wird dir bewusst, es war geheim, beziehungsweise, ja, es kommt ja immer alles dann raus, wenn es sein soll, wenn die Zeit dafür reif ist, und vielleicht ist jetzt die Zeit dafür reif, dass du gewisse Dinge entdeckst, eben wie gesagt, Glaubenssätze, Familiengeheimnisse, wie auch immer, ne? Wenn du die entdeckst und transformierst, dann ist es sehr positiv für dich und gut für dich. Ja, und dann haben wir dich hier liegen, auch wenn du ein Mann bist. Du liegst also auch in den wichtigen Karten, ja, und dann mit dem Mond, dem Berg und dem Schlüssel. Und der Mond steht ja auch so für die Gefühle, aber auch für den Erfolg. Du schaust zwar raus aus dem Kartenblatt, ja, das ist immer so, dass ich, da will man eigentlich nichts wissen, ja. Da will man eigentlich am liebsten nur davonrennen. Vielleicht ging es dir auch bis jetzt so. Und jetzt wird dir bewusst, um was es geht, oder eben, was du für Glaubenssätze in dir hast, oder wie auch immer, ja, dass du vielleicht eben Dinge manifestiert hast, die du gar nicht wolltest. Du hast ja da den Schlüssel und hier die Liebe, ja, und da das Treffenkarte, und auf dem Platz des Kreuzes liegt die Partnerkarte, also auch wenn es bei dir um eine Partnerin geht, ja. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es in diesem Monat auch gibt, Dinge in der Liebe neu zu entdecken oder zu entdecken, ja, vielleicht kommt ein neuer Partner oder der Partner oder Partnerin hat sich sehr verändert. Man sieht hier an der Liebe eben die Treffen, die Gespräche, und die Trennung oder Rückzug löst sich auf, ne? Also das kann auch ein schöner, schöner Liebesmonat für dich und euch werden. Ja, dann haben wir hier das Kind, die Sonne, die Mäuse und der Ring. Da kann man natürlich auch sagen, vielleicht trennt sich etwas, aber es kann auch sein, dass dir das bewusst wird, ne? Dass es in der Partnerschaft einfach nicht mehr passt und ja, du trennst dich dann. Oder eben, ja, der Rückzug hebt sich auf oder die Unklarheiten heben sich auf. Ja, das muss man halt jetzt wieder kollektiv, das ist jetzt ein Kollektiv-Orakel, das passt natürlich nicht auf jeden Einzelnen. Wie gesagt, wenn du da was wissen willst, melde dich gerne bei mir. Unter dem Video sind eh immer die Kontaktdaten eingeblendet. Und auch finanziell, schau, also die Finanzen liegen ja super gut, ne? Also gerade über den Beruf, vielleicht verändert sich auch beruflich was. Du hast hier so ein bisschen das Thema Scheinheiligkeit, und der Hund steht ja auch für Kollegen. Vielleicht geht jemand aus dem Kollegenumfeld, ja, was dich eigentlich immer eher blockiert hat. Oder auch wenn du selbstständig bist, dass du vielleicht ein gewisses, ja, Klientel aufgibst, gewisse Kunden einfach nicht mehr ja, bedienst sozusagen, ja. Oder halt, ja, dass dir irgendwas nicht gefällt und du hast vielleicht nur wegen Geld weitergemacht und jetzt sagst du, nein, ich kann da leider nicht weitermachen mit den Kunden, ja, und suchst dir andere, neue, und eben in der Arbeit, wie gesagt, ja, wenn du jetzt angestellt bist, denke ich, dass sich da was ändern wird, was das Thema eben Kollegen betrifft, und das wird dir was sehr, sehr gut tun, und eben auch Geld, ja, vielleicht übernimmst du Verantwortung, wenn ein Kollege geht, dass du eben, dass dir mehr Verantwortung übergeben wird und du dann auch mehr verdienst. Schau, hast du schönen positiven Veränderungen am Job, ne? Und wenn du gar keinen Job hast und suchst, dann ist auch das Monat sehr, sehr schön, um da neue Dinge ja, anzugehen. Und vielleicht, ja, bekommst du jetzt ein super tolles Jobangebot oder du findest auch eins, ja? Und dann, das schaut gut aus, ja, dass das auch was wird. Ich wünsche es dir auf jeden Fall, ich drücke dir die Daumen, ich, ja, finde es ganz toll, was da alles für Möglichkeiten kommen, und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen September, und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Alles Liebe, tschüss, Baba.